5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom's. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendleberry's down. We'll be right over. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Ich habe mich jetzt nochmal dazu entschlossen, so ein bisschen GTA zu spielen. Diesmal den Singleplayer von San Andreas. Und wie ihr vielleicht im Vorspann schon gesehen habt, sind wir das erste Mal nach 5 Jahren wieder zurück in San Andreas. Unser Protagonist in diesem Spiel heißt Carl Johnson, kurz CJ. Und ja, der Empfang war ja nicht so freundlich. Da kommt man zurück, weil die Mutter gestorben ist und man sie beerdigen will. Und dann wird man am Flughafen, beziehungsweise auf dem Weg vom Flughafen nach Hause von den, na sagen wir es mal, korrupten Polizisten festgehalten. Und ohne Gepäck, ohne alles und nur in einem Unterhemd in irgendeiner Seitenstraße rausgeschmissen. Und ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir wieder gern Heimat kommen. Ich kann euch ja mal eben die Karte zeigen. So. Das ist jetzt noch nicht komplett San Andreas, beziehungsweise das hier unten ist San Andreas, das hier ist Los Santos, wenn ich mich nicht komplett vertue, und der Name von dem Stadtteil hier ist mir gerade entfallen. Ich glaube San Fierro? Ist auch egal. Aber wir müssen jetzt erstmal hier unten in San Andreas bleiben, weil nämlich, was im Vorspann nicht gesagt wurde, hier sämtliche Straßen auf die Nachbarinseln blockiert sind. Und wir die anderen Inseln dann erst freischalten müssen. Die grauen Kästchen heißen, dass wir das Gebiet noch nicht gesehen haben.
Und zoomen wir mal wieder ran. Na. Ja, das Handling der Karte ist ab und zu ein bisschen dämlich. So, wir befinden uns jetzt hier. Das ist die Blickrichtung, in die wir gerade schauen. Und da müssen wir hin. Wird auch unten im... Moment. Hier im Radar angezeigt. Und ja, das Spiel sieht vor, dass wir uns jetzt erstmal aufs Fahrrad schwingen sollen und dann Richtung Heimat tingeln sollen. Ich nehme jetzt einfach mal die Bahngleise, weil es kürzer ist. Jetzt schön die Auf-Taste drücken, damit wir hier mit dem Fahrrad schneller vorankommen. Die Tipps stehen auch immer da oben. Wenn man jetzt ab ist, bremsen. Normal, Pfeil nach oben ist ganz normal fahren. Wenn man es ständig drückt, dann steigt er aus dem Sattel auf. Wir können auch noch hier auf dem Hinterrad fahren. Oder auch schön auf dem Vorderrad bremsen und dafür auch noch Kohle kriegen. So. Dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier so in unserer Hütte am Ende der Sackgasse unter der Brücke getan hat. Weil wie gesagt, das ist unser Heim. Haben hier auch schöne Garage mit bei, in der man dann im Laufe des Spiels Autos speichern kann, die dann auch gleich repariert werden. Hier laufen noch so ein paar leichte Damen durch die Gegend, aber dann mal ab ins Haus. Ziemlich leer. Da ist ja gar nichts mehr drin. Doch ein Fernseher. Eine Spielkonsole und ein Bild. Ja, da kann man nicht erkennen, wer auf dem Bild ist. Scheint unser Bruder gewesen zu sein auf dem Bild. You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill! CJ? Oh, my dog! What's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Okay, anscheinend wurde unsere Mutter umgebracht und unser Bruder ist auch tot. Das ist ja doof. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Ja, das scheint der Friedhof zu sein. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them assets. You know we beefing. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second.
Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker! My car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Oha, wo sind wir da nur reingeraten? So, jetzt müssen wir denen erstmal hinterher. Take you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. So. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? Ja, wie gesagt, also, wo sind wir da nur reingeraten? I thought this was family's turn. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Scheint sich in den letzten 5 Jahren, nachdem wir weg waren, ja doch ziemlich geändert zu haben hier. Gehst du wohl weg mit... Oh, scheiße, das ist einer von den Ballers. Das ist eine rivalisierende Bande. Und... Anscheinend sind die mit dem Auto etwas schneller als wir mit dem Fahrrad. Ja, Sweet, komm her. Move it, see? Shit, a baller's car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Wie gesagt, man darf sich nicht zu weit von dem, mit dem blauen, ja, was ist es? Liability, CJ. Mit dem blauen Dreieck da über dem Kopf wegbewegen. Sonst, kann es auch, ja, es kann auch sein, dass die einfach mal stehen bleiben und man dann wieder zurückkommen muss. East Coast got you all thinned out, home. Was hat er jetzt gemacht? Ja. So. Hello? Ja, bleib doch nicht einfach stehen, du Dussel. So. Ja, da oben wird nochmal das Skillsystem erklärt. Je länger man zum Beispiel Fahrrad fährt oder Auto fährt, umso besser werden dann die Fahrerskills, genauso wie mit den Waffen. Das verbessert sich dann auch alles. Kann man dann, na gerade nicht, wollte ich eigentlich eben zeigen, wenn man den, wenn man Tab drückt, dann zeigt er einem da so ein bisschen die Skills an. Wow. Ein paar von den Skills. Also mal hier dranbleiben. Ich meine, ich weiß sowieso schon, wo er hin will. Nämlich wahrscheinlich wieder in die Hood. Also in unser Wohnviertel. Ich fahre schon mal vor. Ja, gute Bremse am Fahrrad. I got with them motherfuckers though. Showed them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. So, da ist jetzt unser Haus nochmal. Da kann man auch drin speichern. Werde ich euch gleich noch eben zeigen. Das ist die vorhin erwähnte Garage. Passen, glaube ich, 2 Fahrzeuge rein. Werden dann auch schön repariert, wenn die klappt, wenn das Garagentor runtergeht. So, Respekt haben wir jetzt dazu gekriegt. So, vom Fahrrad absteigen. Da unten kann man jetzt sehen, die Statistik. Respekt, Kondition, Muskeln, Fett und Sexappeal. Respekt kriegt man durch die Missionen. Kondition ist, wenn man, beziehungsweise kriegt man dazu, wenn man einfach so durch die Gegend rennt. Dann ploppt oben, kann das ja vielleicht mal eben zeigen. Dann ploppt oben nämlich eine Anzeige auf. Da steht dann Kondition Plus. Ist auch, wenn man jetzt hier zum Beispiel rennt oder Fahrrad fährt. Hier geht die Kondition hoch und dann kann man auch länger sprinten. Jetzt zum Beispiel ist er in der, in Anführungszeichen, Verschnaufpause. Kann momentan nicht sprinten. Und wie gesagt, je mehr Kondition man kriegt, umso länger kann man dann sprinten und umso kürzer werden dann die Regenerationsphasen. Wenn jetzt zum Beispiel hier stehen bleibt, ist er völlig außer Puste.
Die Muskeln kann man später im in der Muckibude trainieren, durch Gewicht heben oder durch Boxen. Fett erklärt sich, denke ich mal, von alleine. Man muss, ja, hier zum Beispiel, da haben wir jetzt durch das ganze Laufen einen Balken Fett verbrannt. Sprich, Karl kann in diesem Spiel auch richtig zulegen. Dann sieht er nachher so ein bisschen aus wie Big Smoke. Und mein Ziel ist es eigentlich, das Fett so weit runter zu kriegen, wie es geht. Kondition und Muskeln sowie Respekt und Sexappeal irgendwie hoch zu pushen. Und ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt eben speichern. Und dann soll es das für diesen Teil auch schon gewesen sein. So, um das Spiel zu speichern, nimm das Diskettensymbol auf. Wenn du das Spiel speicherst, wird die Uhr um 6 Stunden vorgestellt. Ja, das kennen wir ja eigentlich schon aus hier Vice City und GTA 3. Die Tür ist zu. Hier ist unser Schlafzimmer. Da liegt eine Kamera, die man aufnehmen kann. Kann man dann, was weiß ich, einfach mal so Screenshots machen, die dann irgendwie im Spieleverzeichnis gespeichert werden. Dahinter verbirgt sich dann der Kleiderschrank, da ist momentan noch nichts drin. Haben ja noch nichts gekauft an Kleidung. Hier ist die Küche. Hier liegen dann später auch noch Waffen rum, die man im Laufe des Spiels kriegt. Ziemlicher Säufer. Also, beziehungsweise nicht wir, sondern hier hat vorher ja Big Smoke drauf aufgepasst und ich denke mal, die haben hier dann auch so ein bisschen was getrunken. Was da hinten scheint ein Jack Daniels zu sein. Was das darstellen soll, weiß ich nicht. Was haben wir denn noch hier? Frühstücksflocken von... Na. Von Big Locks, Coco Pops. Auch schön, diese Wortspiele. Aber wir haben auch noch sauberes Geschirr. So ist das so nicht. Naja. Damit habt ihr jetzt erstmal die Wohnung gesehen. Da ist die Diskette. Wenn man da reinläuft, dann speichert er. Aber das ist ja, denke ich mal, relativ selbsterklärend. Und dann würde ich sagen, war es das für den ersten Teil. Und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.